Eine Frage zu den versäumten Impfterminen. Rund 180 Personen sind Sie alleine gestern nicht zur ersten Impfung, zur ersten Dose erschienen sein. In Vorarlberg, das bedeutet natürlich für die Rettungsorganisationen und die Kräfte, Ärzte, Unterstützenden vor Ort eine Umstrukturierung, eine Planungsunsicherheit und auch ein gewisses Maß an Überstunden, um dann diese Backup-Listen abzuarbeiten. Was sagen Sie dazu? Wird man hier Konsequenzen ziehen? Also es ist von unserer Seite aus natürlich immer ein Angebot und wir versuchen, die Konsequenz dahingehend auszurichten, dass wir noch mehr Service anbieten. Das heißt, freier Wahl des Impfortes, des Impftermines und des Impfstoffs. Damit hoffen wir, dass wir noch mehr Personen dazu bekommen, dass man wirklich einen Termin findet, der für einen selber sehr gut passt und noch näher zu den Menschen, indem wir es an die Ordinationen übertragen und damit noch mehr Impfstellen im Land anbieten können. Also so versuchen wir, im positiven Faktoren anzubieten, die diese Impfung noch weiter erleichtern. Wir haben auch, wie der Impfkoordinator Sebastian Wöss angeführt hat, eine Last-Minute-Möglichkeit gefunden. Das heißt, jeder, der sagt, ich kann sehr schnell überall hinkommen, wenn früher ein Impftermin frei bleibt, kann man diesen Haken setzen und alle Ärztinnen und Ärzte können dann in ihrer Ordination, wenn sie sehen, sie haben Abmeldungen oder da kommt jemand nicht, sehr schnell auf diese Last-Minute-Liste zugreifen. Ich glaube, der Begriff ist eingeführt und bekannt und das ist auch einer dieser Wege. Aber uns bleibt am Ende vor allem der Appell, einen gebuchten Termin, den man selbst bestätigt hat, auch wirklich wahrzunehmen. Das bleibt jetzt in den Impfstraßen so und das bleibt vor allem auch für die Ordinationen so. Wir würden bitten, es kann immer einmal etwas dazwischen kommen. In Notfällen rufen Sie an, verschieben Sie Ihren Impftermin, dann wissen wir zumindest im Vorhinein Bescheid und tun uns etwas leichter in der gesamten Logistik. Aber an diesem Appell werden wir natürlich weiterhin festhalten. Angesprochen, dass es Leute gibt, die darauf spekulieren, ich bekomme eh gleich einen neuen Termin. Wieso auch immer sie sich entscheiden, ich habe jetzt keine Zeit, aber ob wirklich was dazwischen gekommen ist. Wird sich das denn wirklich immer ausgehen, dass man dann wirklich einen neuen Termin bekommt? Also eine wesentliche Veränderung haben wir jetzt im System. Bislang hat man automatisch 2-3 Tage später eine neue Einladung erhalten. Und wir sehen, das hat sich herumgesprochen, oder? Man weiß, ich kann in Ruhe zu Hause abwarten, ich bekomme schon wieder eine neue Einladung. Und das gibt es ab 1. Juli nicht mehr. Dieses System verändert sich. Ab 1. Juli muss man selbst einsteigen, einen Termin buchen. Hält man diesen Termin dann nicht ein, gibt es natürlich weitere Impftermine, aber man muss sich selbst darum bemühen. Das heißt, man muss selbst wieder einsteigen ins System und selbst einen neuen Termin buchen. Und wir bitten nochmals, wie gesagt, nicht einfach nur abzuwarten, nichts zu tun, sondern wie bei jedem anderen Arzttermin auch, vorher abzusagen, helfen Sie uns allen, diese gesamte große Impflogistik aufrechtzuerhalten. Es ist nicht nur Zeit, Aufwand, Ressource, neue Menschen dazuzuholen. Es ist auch der schon aufgetaute Impfstoff, der auf den Spritzen aufgezogen da liegt, der verimpft werden muss, wenn wir ihn nicht entsorgen wollen. Und das ist auch eine Verantwortung, die wir gemeinsam tragen. Und daher bitten wir alle, uns da zu helfen. Sind da auch rechtliche Konsequenzen angedacht, wenn jemand vermehrt, nicht zum ersten Mal, sondern wirklich vermehrt den Termin versäumt? Nein, unsererseits sind hier keine rechtlichen Konsequenzen angedacht, auch keine Bestrafungskonsequenzen oder Ähnliches, das wird es hier nicht geben. Es ist nur ein Angebot, das man selbst nicht wahrnimmt, aber wir verändern das System jetzt dahingehend, dass wir das zumindest nicht erleichtern, oder? Also wenn man den Termin nicht wahrnimmt, wird man künftig keine neue Einladung mehr erhalten. Man muss sich selbst aktiv um einen neuen Termin kümmern. Dann lasse ich die Kollegen Fragen stellen. Und zwar zumindest in meinem Bekanntenkreis gab es jetzt viele Personen, darunter auch ältere Personen oder welche, die jetzt auch Bequemlichkeit darauf spekuliert haben, mein Hausarzt impft eh bald. Ich gehe zu dem. Gibt es da Zahlen dazu oder? Wir haben keine konkreten Zahlen, aber wir wissen auch, bei den Ärztinnen und Ärzten werden schon Listen geführt von Personen, die dann sagen, wenn ich dann zu dir kommen darf, dann komme ich gerne. Und wir hoffen darauf. Wir hoffen, dass es noch einmal ein Booster wird, noch einmal einen Effekt gibt, dass wir einzelne Personen auch abholen können, wenn wir noch näher sind und wenn man sich bei der betreuenden Ärztin, beim betreuenden Arzt zu
der oder zu dem man auch Vertrauen hat, wirklich impfen lassen kann. Also es ist noch einmal ein Schritt näher zur Bevölkerung und wir danken auch sehr für die Bereitschaft, denn auch für die Ärztinnen und Ärzte ist das ein sehr großer logistischer Aufwand, oder? Man muss das mit den Wartezeiten abwickeln, man muss die Anmeldung im E-Impfpass abwickeln. Es ist nicht so einfach wie jegliche andere Impfung, die in der Organisation durchzuführen ist. Und ich danke persönlich allen Ärztinnen und Ärzten mit dem gesamten Team in der Ordination, dass sie das tun und uns wirklich schon jetzt auch zahlreiche Impfangebote nennen. Es ist technisch so, dass die Ärztinnen und Ärzte uns das melden, damit wir das im System freischalten können. Bis eine Woche vor diesem Impftermin bleibt dieser Termin offen. Dann wird er im System gesperrt, damit wir wissen, wie viele Personen haben sich tatsächlich vorgemerkt für diesen einzelnen Impftermin. Dann wird der Impfstoff aufgetaut, logistisch an die nahelegende Apotheke geliefert, wird von dort aus in die Ordination verbracht. Das heißt, es ist ein genau ausgeklügeltes System. Diese Woche brauchen wir noch, um die Organisation auf die Beine zu bringen dafür. Und umso wichtiger ist es, dass diese Impftermine dann auch eingehalten werden.